Ich grüße euch hier an diesem herrlichen Wintertag. Wir haben angenehme 10 Grad und einen perfekten Sonnenschein, um heute nochmal ein Wachs in den Winter-Langzeittest zu nehmen. Ich habe euch heute mal hier von Nanolex das Hybrid Wax mitgebracht. Das nehmen wir auch nochmal mit in den Winter-Langzeittest. Ist ja ein Hybridwachs. Vom Preis her 50 Euro für 150 Gramm. Ich habe jetzt hier noch die Special Edition, diese etwas kleinere Dose, aber vom Inhalt her ist es ja komplett identisch. Und dieses Hybridwachs soll ja auch sehr widerstandsfähig sein und deswegen nehmen wir das heute einfach mal mit hier in den Wintertest rein. Ich habe mir hier noch ein paar Flächen am Fahrzeug freigehalten und da werden wir das direkt mal auftragen und schauen, wie gut kann es jetzt im Winter durchhalten. Los geht's. Als erste Fläche habe ich mir hier die Dachkante rausgesucht. Bevor ihr so ein Wachs auftragt, nochmal etwas mit Isopropanol Wassergemisch entfetten. Vielleicht habt ihr auch noch kleine Shampoo-Reste von der letzten Autowäsche drauf und die könnt ihr einfach damit nochmal perfekt entfernen und die Fläche für so ein Wachs absolut top vorbereiten. Die restlichen Schlieren vom Isopropanol, die lüften ja ruckzuck ab. Geht ohne Probleme. Ja, und hier haben wir die kleine Wachsdose. Das ist ja die Special Edition gewesen, die First Batch Limited Edition. Dazu gab es auch hier dieses etwas größere Applicator Pad. Haben wir auch schon im ersten Video gesagt, dass das hier vom Größenverhältnis her etwas ungünstig ist, aber es funktioniert. Man muss nur etwas genau hinschauen. Einfach Dose aufschrauben und dann nehmen wir uns hier eine kleine Menge aus der Dose raus. Geht mit diesem großen Pad etwas schwierig, aber man kann das Wachs dann trotzdem schön verteilen. Und dann in geraden Bahnen einfach gleichmäßig hier auf der Oberfläche verteilen. Und ich empfehle euch hier nicht das ganze Pad mit Wachs zu tränken, sondern wirklich nur eine Spitze hier drüben. Und dann kann man das ideal verteilen. Ihr könnt auch ein anderes Applicator Pad nehmen, aber das war ja hier in der Box dabei, deswegen nutzen wir das auch. So, der komplette Heckbereich hier hinten oben versiegelt in geraden Bahnen. Sieht gut aus. 5 bis 10 Minuten ablüften lassen. Ich gebe dem Wachs hier die 10 Minuten und dann können wir das auch schon auspolieren. Gehen wir aber vorher noch an eine andere Fläche. Das ist hier der nächste Bereich, den wir als Testfläche nutzen, ungefähr bis hierher und dann im oberen Bereich an der Dachreling bis nach vorn zur A-Säule. Hier hinten ist genauso kein Lackschutz drauf. Ich sprühe mal hier etwas Wasser auf, damit ihr das auch nochmal seht. Also wir haben hier einen richtig dichten Wasserfilm drauf. Kein Lackschutz. Mache ich jetzt wieder trocken, entfetten und dann kommt wieder das Wachs drauf. Genauso auch hier nochmal etwas Isopropanol Wassergemisch drauf. Reicht schon aus, um das wirklich nochmal final zu entfetten. Kurz ablüften lassen, die Schlieren. Und dann können wir auch hier das Wachs auftragen. Lacktemperatur auch völlig in Ordnung jetzt. Dadurch, dass die Sonne hier eine Weile drauf scheint, wärmt sich der Lack richtig schön auf. Ja, perfekt. Auch hier nehmen wir uns wieder eine kleine Menge Wachs raus, verteilen das hier etwas und dann in geraden Bahnen gleichmäßig erstmal den groben Teil, so mache ich es immer, damit wir überall gleichmäßig schon Wachs verteilt haben und dann in geraden Bahnen einfach gleichmäßig verteilen. Geht ohne Probleme und dann machen wir das genauso auch hier oben bis vor zur A-Säule. Wenn ihr ein bisschen Wachs auf den Kunststoff drauf kommt, überhaupt kein Problem, könnt ihr dann ganz normal mit dem Mikrofasertuch auspolieren genauso. C-Säule komplett behandelt und jetzt machen wir das auch hier vorne oben noch komplett vor bis zur A-Säule. Verteilen uns hier das Wachs erstmal grob. Geht ja ohne weitere Schwierigkeiten. Perfekt. Und das lasst ihr dann auch so circa 10 Minuten ablüften. Ihr merkt das ja dann, wenn das Wachs richtig abgetrocknet ist, geben wir dem Wachs wirklich diese Aushärtezeit. 10 Minuten später können wir das hier oben auf der Dachkante schon auspolieren. Ich nehme hier gleich das Tuch, was mit im Paket drin war in dieser Limited Edition. Geht wirklich ohne Probleme. Das Tuch rutscht ganz sanft über die Lackoberfläche. Also da gibt es überhaupt gar kein Problem, was das Auspolieren angeht. Auch keine Schlieren, keine Streifen oder ähnliches. Lässt sich ganz leicht machen. Wir nehmen nochmal die andere Seite des Tuches und dann ganz easy auspolieren. Ja, ging ohne Probleme und die Seitenfläche sollte jetzt auch soweit sein. Sieht gut aus. Hier im Heckbereich sieht es jetzt auch richtig gut aus. Ja, Wachs schön abgelüftet. Hier haben wir so eine kleine Spur, die können wir jetzt aber ganz easy mit dem Mikrofasertuch entfernen. Ihr seht, geht ohne Probleme. Wir gehen mal ganz vorsichtig komplett drüber. Ja, ging problemlos. Jetzt können wir das auch hier hinten auspolieren. Lässt sich auch sehr einfach machen. Wenn ihr das richtig in Ruhe ablüften lasst,
Habt ihr auch keine Probleme dann beim Auspolieren. Auch hier komplett drüber fahren. Also von der Verarbeitung her gibt es nichts Negatives auszusetzen. Ich habe das Wachs jetzt hier wirklich noch eine Weile aushärten lassen und jetzt schauen wir uns mal das Abperrverhalten an. Ja, genauso auch wie im ersten Test. Sieht wirklich richtig gut aus. Kleine runde Perlen laufen ruckzuck nach unten, bilden auch eine enorm runde Form aus bei geringster Größe. Wir gehen nochmal in die Nahaufnahme. Ich denke mal, das kann sich wirklich sehen lassen. Also ein Beading, Bestnoten. Schauen wir uns auch nochmal das Sheeting an. Wie sieht es da aus? Ja, Wasserfilm zieht sich ruckzuck zusammen. Das wird hier oben auf der Dachkante nicht viel schlechter aussehen. Lass uns mal ganz fein hier drauf nieseln. Sieht wirklich gut aus. Ja, wirklich ein schönes Bild. Was sagt ihr? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Bin auf eure Meinung gespannt. Auch hier oben an der Dachkante Richtung A-Säule. Wie sieht es da aus? Ich denke, das kann sich auch sehen lassen. Und somit haben wir jetzt die komplette Fläche bis vor zur A-Säule versiegelt. Hinten die C-Säule und auch den Dachspoiler, den letzten Ansatz hier Richtung Dachfläche. Und damit können wir einen schönen Wintertest starten. In den nächsten Tagen folgt nun hier der Wintereinbruch auch bei uns. Deswegen habe ich heute nochmal diesen herrlichen Tag genutzt. Temperaturen waren immer noch in einem sehr guten Bereich, um so ein Wachs aufzutragen. Hat sich auch sehr einfach machen lassen. Und damit kann jetzt hier der Test für das Hybrid Wachs starten. Wir schauen mal. Es hat ja auch Konkurrenz hier oben auf dem Dach. Da habe ich ja auch schon ein paar Wachse im Wintertest. Das war jetzt ungefähr ein Tag später. Hier oben sehen wir auch, habe ich nochmal drauf gesprüht, um zu schauen. Und das Nanolex muss jetzt auch hier gegen diese Wachse mit antreten. Ich denke mal, das wird ein sehr interessanter Vergleich werden. Und da werden wir auch nochmal schauen, wie sich die Wachse dann alle so im Vergleich schlagen werden. Bis hierher gibt es erstmal überhaupt nichts Negatives auszusetzen. Performt wirklich richtig gut. Jetzt kommt es auf die Standzeit an, weil da habe ich echt wenig im Netz gefunden. Es gibt keine richtigen Standzeitangaben. Falls ich da was übersehen habe, schreibt es gerne unten rein, falls ihr eine Standzeitangabe vom Hersteller gefunden habt. Deswegen wollte ich es einfach nochmal mit hier in den Langzeittest nehmen. Mal schauen, wie es sich schlagen wird. Ich danke euch fürs Zuschauen. Freue mich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt zum Hybrid Wachs, dann unten in die Kommentare rein. Und schreibt auch gerne eure Erfahrungen unten rein. Bis zum Teil 2. Ciao.